Die Schlacht von Stirling hat unsere Goldvorräte erschöpft. Bevor wir gen Süden in das von den Engländern besetzte Land ziehen können, müssen wir erst unsere Wirtschaft stärken. Wir müssen einen Marktplatz errichten und Handelswege zu den Dörfern befreundeter Clans schaffen. Legenden zufolge liegen im Süden von Stirling 3 heilige Reliquien verborgen. Sollten wir diese Artefakte für Wallace' Armee beschaffen, würde das die Moral der schottischen Truppen erheblich stärken. Ja, 3 Reliquien machen wir. Das schottische Heer konnte durch die letzten siegreichen Schlachten gegen die Engländer wieder an Stärke gewinnen. Es geht also bergauf. Für die Truppenmoral wäre es gut, heilige Reliquien zu sammeln und in unserem Kloster aufzustellen. Eine Reliquie befindet sich ganz in der Nähe unseres Dorfes. Eine weitere Reliquie ist bei einem unserer Verbündeten und eine dritte in der Hand der Engländer. Sie erobern eine Reliquie, indem sie auf einen Mönch klicken und anschließend einen Rechtsklick auf die Reliquie setzen. Mönche haben auch noch weitere Fähigkeiten. Sie können unsere verletzten Soldaten oder die unserer Verbündeten heilen. Außerdem können sie versuchen, feindliche Soldaten zum Übertritt in unser Heer zu bekehren. Gut, sie haben eine Reliquie. Schützen sie die Reliquie im Kloster, indem sie es mit der rechten Maustaste anklicken. Perfekt, sie haben jetzt eine Reliquie aufgestellt. Im Kloster aufgestellte Reliquien lassen ihre Goldvorräte langsam anwachsen. Ja, bevor wir es vergessen, du machst erstmal ein Häuschen hin. Bra Buga. Doppelschneidige Axt nicht vergessen, Brustgeschirr nicht vergessen. Dafür haben wir alles keine Nahrung, ist jetzt auch halt erstmal egal. Ich würde sagen, das sparen wir uns kurz. Du gehst lieber hier in Massenfeld. Du auch. Ja, die Schweine lassen wir einfach übrig da. Die sind mir zu weit weg jetzt gerade. Also scheißegal. Okay, du musst erstmal runtergehen oder reinzugehen. Ist auch nicht schlecht. Mit 4. Mit 4. Okay, ist es geschlossen? Oh, er ist gesperrt. Lol. Mit 4. Bin ich zu schnell jetzt hier gewesen? Macht er später auf? Wusste ich gar nicht. Mach mal trotzdem mal Schwertkämpfer und geh mit denen schon mal rüber. Felder sind eine gute Nahrungsquelle, wenn die Beerensträucher abgeerntet und alle Tiere erlegt sind. Felder werden wie Gebäude errichtet und müssen regelmäßig erneuert werden. Wenn Sie auf einem Feld Nahrung ernten möchten, klicken Sie auf einen Dorfbewohner und anschließend mit der rechten Maustaste auf ein Feld. Ich glaube, ich schaffe ein bisschen verpennt. Aber ist hab's wild. Geht schon. Es ist gut zu wissen, dass sich auf der Landkarte Verbündete befinden. Ihr Verbündeter, der gelbe Spieler, kann Ihnen dabei helfen, den Feind zu bekämpfen. Sie können mit Ihren Verbündeten auch Handel treiben. Dazu müssen Sie einen Marktplatz errichten. Sie haben die verbündete Stadt erreicht. Gehen Sie hinein und sehen Sie sich um. Das Tor der Verbündeten öffnet sich von selbst. Willkommen! Wenn ihr nach der Reliquie sucht, findet ihr sie auf dem Hügel im Nordosten unserer Stadt. Wir gehen mal rein, weil gleich kommt der Angriff hier von den Engländern. Damit wir schon ein bisschen bereit darauf sind. Ja, kostet weniger Nahrung, ist eigentlich immer ganz gut. Nicht dahin. Uwe Kuh. Naja. Und jetzt müsste eigentlich der Angriff kommen, oder? So, ihr geht mal bitte dahinter. Einfach nur, damit wir die gleich bekehren können. Komm oben bitte hin. Dich habe ich voll vergessen, das tut mir leid. Ein paar mehr Häuser. Hier ein paar Bauern rein. Kann ja nicht schaden. Mach auch kurz ein bisschen mehr Schaden. Müsste nicht eigentlich jetzt der Angriff kommen? Oder muss ich damit erst ein bisschen zurücklaufen? Eigentlich aufs Tor. Du sollst ein bisschen näher hinlaufen.
Bit 4. Oder kann ich einfach komplett zurücklaufen? Bit 4. Wussten Sie, dass es für die Minimap und rechts zwei verschiedene Einstellungen gibt? Sie können zum Beispiel nur Militäreinheiten oder nur Rohstoffe und Handelseinheiten sichtbar machen, indem Sie auf die Schaltflächen rechts unterhalb der Karte klicken. Naja, können wir hier machen dann. Aber es ist, machen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Kia? Kia. Ja. Okay. Wir können das Schaffhaus auch noch haben. Schenke ich dir. Ah, ich bin schon wieder zu spät. Scheiße. Egal. Passiert. Machst du dann noch ein Feld dahin? Genau. Jetzt haben Sie zwei Reliquien aufgestellt. Wenn Sie jetzt noch eine herbeischaffen, haben Sie gesiegt. Hä? Z? Ah, jetzt geht's. Jetzt mal dahin. Können wir hier dicht machen. Dorfbewohner und Soldaten erscheinen für gewöhnlich außerhalb des Gebäudes, das sie erschaffen hat. Mit Hilfe von Sammelpunkten bewegen sich ihre Einheiten nach der Erschaffung an einen Platz ihrer Wahl. Wenn sie einen Sammelpunkt setzen möchten, dann klicken sie zunächst auf ihre Kaserne und dann auf Sammelpunkt setzen. Klicken Perfekt. Sie anschließend an die Stelle auf der Landkarte, an der sie ihre Infanterie sammeln möchten. Geht ihr bitte mal mit dahin? Genau, danke. So. Und du machst dann noch ein Feld hin. Ja, wir machen erstmal nur Nahkämpfe. Nahkämpfe sollten eigentlich reichen. Wir können ja gleich noch in die Ritterzeit gehen von mir aus oder so. Mal gucken. Habe ich mich ein bisschen verklickt, aber ist egal. Wann kommt denn eigentlich der Angriff hier? Oder kommt er gar nicht mehr? Auf dem Technologiebaum können Sie erkennen, welche Ja, das können wir hier alles sehen, ja. Der übrigens auch mittlerweile sehr geil aussieht, meiner Meinung nach. Also Respekt dafür. Ich finde generell, die ganze Bearbeitung haben sie so gut hinbekommen. Klicken Sie auf Technologiebaum oben rechts, um den Baum für Ihre Zivilisation einsehen zu können. Okay, wir machen noch ein paar Plänkler dazu. Man weiß ja nie, wofür man so lange brauchen kann, ne? So. Das sollte eigentlich reichen an Zeug. Jetzt bin ich mal gespannt. 75 war ja damals das Maximum, wenn ich mich richtig erinnere. Ist es das immer noch? Ich bin jetzt extra bei 30 Dorfbewohnern stehen geblieben. Aber ist jetzt die Frage, ist es das Maximum? Ja, ist es. Also hat sich das nicht mal geändert. Dann werden die nächsten Missionen sehr anstrengend. Ja, wenn er jetzt nicht kommt, dann greife ich ihn an, ne? Ich meine ja nur. Weil es scheint ja nichts Großes nachzukommen. So, ihr beide gebt bitte noch an Gold. Einfach nur, weil. Da gab es ja immer noch anders Gold. Nee, ne? Nee. Ja, ganz ehrlich. Dann gehen wir halt vorwärts, ne? Ich meine, wenn er nicht anders will, dann kümmern wir uns selber drum. Hä? Ach, die baut noch, lol. Okay. Hab ich nicht gesehen. So, mitkommen. Und zum Angriff gehen wir dann mal. Ich meine, normalerweise kam eigentlich doch ein Angriff auf die Schotten hier oben. Den haben sie wohl rausgenommen.
Naja. Vermissen tue ich jetzt auch nicht. Erlaub. To. Bit vier. Kia. To. Erlaub. Kind. Bit vier. To. Erlaub. To. To. Kind. Kia. Na, krieg ich den Ritter auch noch? Ich habe nur noch einen Ritter bekehren gemacht. Hoppala. Nun ja, ich dachte, ich hätte beide bekehrt, aber anscheinend nur einen. Ist ja auch halb so wild. Ach, nicht das da. So ist besser. Ich hab echt ein paar Soldaten verloren. Uncool. Boah, damit habe ich sogar noch eine Burg und so hier hingebaut und also die eingebohrt oder so ein Quatsch. Hätte man es voll sparen können. Ja, gut, weiß ja im Nachhinein nicht mehr, ne? Aber ist ja egal. Zack. Und rein. Mit vier. Da haben wir so die Langschwertkämpfer. So, ihr geht rein. Ihr geht rein. Und ihr kommt mit. Einfach, weil es geht. Oh, haben wir es schützen. Ich hab's nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ja gut, ist jetzt auch nicht das Stärkste so, also passt. Das war's ja auch schon. Einfach, um ein bisschen Dominanz zu zeigen, setzen wir dann doch Zentrum hin. Das Dorfzentrum reißt nämlich auch noch kurz weg. Jetzt zerstören hier drin einfach wieder alles. Den klassischen Move halt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt noch einfacher sind als damals die Tutorial-Mission. Kann das sein? Würde jetzt nicht das sagen, dass ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr drin bin im Spiel, weil es ja echt krass. Ich meine, da kam doch sonst ein Angriff hier. Und hier kann auch noch irgendwie mehr Gegenwehr irgendwie. Anscheinend nicht mehr. Ich finde es auch nicht so schlimm, ne? Aber, naja. Geht. Damit ist das Lager hier komplett besiegt. Wobei, nee, der hat hier oben noch ein, zwei Kasernen oder so. Ja, doch, da. Sie haben alle drei Reliquien in ihren Besitz gebracht. Ah, das sind sogar noch Soldaten, guck mal. Lol. Naja, ist ja unwichtig da oben. Mann, sie kann die doch alle zum Verteidigen und Angreifen. Guck mal, da oben sind sogar Ritter und so. Lol. Hä, die war diesmal aber irgendwie, keine Ahnung, auf defensive Haltung gestellt oder so. Naja, gut. Dann danke ich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nun, da die drei Reliquien sicher in schottischen Kirchen ruhen, sind die Menschen überzeugt, dass wir gesegnet sind. Unser Heer hat jetzt eine Chance in der finalen Schlacht gegen die Engländer. Schottland kann nun mit seinen eigenen Bogenschützen und Rittern gegen Longshanks ins Feld ziehen. Wir marschieren gen Süden nach Falkirk, wo wir auf die Armee von William Wallace treffen und einen gemeinsamen Angriff auf die englische Burg planen.